Ja, Heinz Strunk, herzlich willkommen in Flensburg heute Abend. Hier im Max Lesung aus dem Buch Die Zunge Europas. Parallel dazu findet eine Konkurrenzveranstaltung statt. Ihr Autorenkollege Thomas Gseller von der Titanic liest heute auch in Flensburg. Harte Konkurrenz für Sie? Thomas Gseller, ich möchte zu Thomas Gseller nichts sagen, außer dass er in unverschämter Manier auf der Buchmesse in Frankfurt, auf der großen Rowald-Party, sich an meine Verlobte rangeschmissen hat. Das werde ich ihm nie verzeihen. Aber ansonsten Thomas Gseller, alter Freund und Wegbegleiter, aber natürlich keine ernsthafte Konkurrenz. Mit seinen kleinen Gedichtchen. Also was können die Leser und Zuhörer von Ihnen heute Abend hier erwarten, im Gegensatz zu ihm? Im Gegensatz zu ihm, ich kann es nicht beurteilen, ich habe das nicht gesehen, ich weiß nicht, was er macht genau, aber er ist ja ein großer Freund der Lyrik. Bei mir gibt es, ich behaupte jetzt einfach mal, eine Leseperformance, wie sie unterhaltsamer kaum sein kann. Woran das liegt, weiß ich nicht, an meiner überzeugenden Darbietung, behaupte ich mal, und an der sehr, sehr, sehr guten Auswahl der Texte, die ich heute vorzutragen gedenke. Die Lesung in Flensburg heute in Norddeutschland, Sie als Norddeutscher, sind Lesungen in Norddeutschland einfacher als vielleicht in Süddeutschland? Ist das Publikum anders von der Mentalität? Grundsätzlich schon, aber es ist so, dass die Leute, die zu meinen Veranstaltungen kommen, die wissen ungefähr, was sie erwartet. Es ist immer so eine, ich will mal sagen, so eine gewisse Szene an Leuten. Und das heißt, wenn ich in Würzburg bin oder Erlangen oder Konstanz, ich habe gerade die Bayernschleife hinter mich gebracht, dann sind die Reaktionen fast identisch. Also es gibt da keine, also es gibt Nord-Süd-Gefälle, was Verkäufe angeht und so. Und Popularität, aber was die Publikumsreaktion angeht, nicht. Ihr neuer Roman, Die Zunge Europas, handelt von Markus Erdmann. Protagonist hat viel zu tun mit der deutschen Comedy-Szene. Sie als bekennender Hasser der deutschen Comedy-Szene, haben Sie schon Reaktionen von da gehört, erhalten? Positiv wie negativ? Nee, tatsächlich gar nicht. Außer, nö, also jetzt von irgendwelchen Comedians, die sich darüber beklagt hätten, oder irgendwelchen Strippenziehern im Hintergrund, die da sich nicht beklagt haben, sondern irgendwie vielleicht froh darüber sind, dass man sich einer mal traut, das mal die Wahrheit zu schreiben. Also bisher nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das angekommen ist in den Kreisen. Vielen Dank, Heinz Strunk.